Guten Morgen zusammen. Es ist 6 Uhr. War ein bisschen schwer heute aufzustehen. Habe auch irgendwie wirres Zeug geträumt, so, aber es ist ja auch meistens so, bevor ich zur Chemotherapie gehe. Mutti macht jetzt noch den Rest irgendwie fertig. Wir nehmen uns ja immer noch einen Tee mit und eine Decke und was weiß ich. Wir versuchen es uns da ja auch immer den Umständen entsprechend schön zu machen. Und dann geht's los zur Chemotherapie. Wir sind in der Charité angekommen und damit, ich habe gerade mit Mutti auch schon überlegt gehabt, aber damit beginnt jetzt Zyklus 23 von 24 und dann sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Also heißt ja immer 2 Wochen, dann eine Woche Pause und dann wieder 2 Wochen. Und dann müssten wir kurz vorm 20. Februar sein, wo denn die Untersuchung ist. Ja, eigentlich wäre heute Chemotherapie gewesen, aber meine Blutwerte waren irgendwie zu schlecht und dementsprechend wurde ich nicht zugelassen. Und irgendwie ist das natürlich auch so ein bisschen doof, weil ich jetzt weiter nach hinten geschoben werde. Also ich habe jetzt 10 Tage, glaube ich, Pause, also eine Woche auf jeden Fall, aber wahrscheinlich 10 Tage, bis diese ganzen Werte wieder normal geworden sind, dass ich zur nächsten Therapie gehen kann. Und das Blöde daran ist nur, also ich störe mich jetzt nicht daran irgendwie, dass das so ein bisschen später stattfindet, sondern dass allgemein das Ende dann so ein bisschen weiter nach hinten verschoben wird. Und ich habe ja schon immer so ein bisschen so ein Datum irgendwie im Kopf gehabt, wo es dann irgendwie endet. Und das ist jetzt, auch wenn es so ein bisschen dämlich klingt, aber das ist jetzt alles so mehr oder weniger hinfällig. Also es sind 10 Tage länger insgesamt. Und wahrscheinlich werde ich jetzt auch noch mal extra so ein Gespräch haben mit dem Onkologen, aber das fällt jetzt halt auch nicht großartig ins Gewicht, aber irgendwie, wie beschreibt man das am besten? Es ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil man sich schon so drauf gefreut hatte, wisst ihr? Naja. Mutti hat jetzt auch gleich versucht, das alles so ein bisschen irgendwie wieder zu kompensieren und hat mich ins Café eingeladen. Und jetzt gehen wir hier eine Runde frühstücken und dann versuche ich mal irgendwie noch was Sinnvolles aus dem Tag zu machen. Ich habe mal gehört, ich glaube, ich sollte anders anfangen. Ich habe heute die Chemotherapie übersprungen und dachte natürlich, dass es mir im Laufe des Tages dann nicht so besonders gut geht. Und hab nichts weiter eingeplant und dachte mir dann auch, wenn es geregnet hat und so, bleibst du einfach mal zu Hause und keine Ahnung, widmest dich dem Bachelor ein bisschen, machst ein bisschen Videoschnitt, schreibst ein paar Ideen auf oder so. Und bei mir ist irgendwie immer so ein Ding, zum einen, wenn ich zu viel Zeit habe, dann fange ich immer an so zu denken, dann fängt mein Kopf an irgendwie zu arbeiten. Und dann war ich irgendwann fertig mit dem, oder hatte keinen Bock mehr, sagen wir es besser so, mit dem, was ich für die Bachelorarbeit zu machen hatte. Und dann war es draußen allerdings schon dunkel und hat die ganze Zeit geregnet und so sieht es jetzt auch immer noch aus. Also es regnet, es ist dunkel, es ist eklig. Und dann habe ich mich irgendwie mal aufs Bett gelegt und dann wurde aus einer Stunde wurden 2 und irgendwie bin ich aus dem Denken nicht mehr so richtig rausgekommen und also nicht jetzt, dass ich irgendwie depressiv wäre oder irgendwie sowas, aber es gibt immer noch so viele Sachen, die mir ganz häufig durch den Kopf geistern. So irgendwelche Gedanken, sowohl positive als auch negative, von irgendwelchen Geschichten, die ich mal erlebt habe oder irgendwelche Sachen, die mir passiert sind und oder Sachen, die ich gesehen habe. Und ich habe mal, weil mich das irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen irgendwie stresst, wenn man da immer wieder irgendwie drüber nachdenkt. Und ich habe mal irgendwann von einem Psychologen gehört, dass man sich so eine Sachen irgendwie rausreden kann. Also dass so, man muss einfach darüber erzählen und dann kommt es einem nicht mehr so häufig in den Kopf. Und zwar so irgendwie, wie es, wie schreibt man das, so wie es in einem gerade so aufsteigt, also so von wegen, ich muss das jetzt loswerden. Als würde man es einem Kumpel erzählen. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass das nur so negative Sachen sind, aber auch total viele positive Sachen oder schöne Sachen, die mir so passiert sind, aber halt auch viel so negatives Zeug, was ich so mit
meinem damaligen Leben so ein bisschen in Verbindung bringen oder irgendwelche Ängste, die man hat oder Dinge, auf die man sich irgendwie freut oder bei denen man sich besonders wohl gefühlt hat oder überrascht war oder. Und ich glaube, ich nutze das jetzt auch mal so ein bisschen, zumindest in so einem kleineren Teil irgendwie, über irgendwelche Sachen zu quatschen, die mir so durch den Kopf wabern. Weil ihr wisst ja auch, ich bin so ein Mensch, allein schon, wenn man das mit dem Post-it sieht, was ja irgendwie total befremdlich ist. Ich muss immer irgendwie alles aufschreiben, über Sachen reden und so, um das irgendwie aus meinem Alltag so rauszukriegen. Obwohl Alltag ist eigentlich auch das falsche Wort, so aus meinem Kopf allgemein rauszukriegen. Und so war das ja auch mit dieser Nummer oder mit den Post-its, dass ich die ganze Zeit immer irgendwelche Gedanken aufgeschrieben habe, weil ich immer Angst hatte, dass ich die verliere. Also, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Und das bin ich mittlerweile los. Also, ich habe schon ewig keine Post-its mehr geschrieben. Aber trotzdem habe ich immer noch so Sachen, wo mir das dann durch den Kopf wabert. Und ich glaube, das macht halbwegs Sinn, das hier in meine kleine Kamera zu sabbeln. Und vielleicht könnt ihr da auch irgendwie was zu schreiben oder habt ähnliche Gedanken gehabt oder sowas. Ich weiß, das klingt sehr komisch. Ich komme mir manchmal noch vor wie ein kleines Kind, obwohl ich fast 30 bin. Und das ist auch schon wieder so ein Gedanke. Mir ist bewusst, dass das nicht so ist und dass diese ganze Krebstherapie auch sehr lehrreich für mich war. Aber manchmal denke ich so drüber nach, ob ich ein bisschen was vom Leben verpasst habe. Obwohl ich es eh nicht mehr rückgängig machen könnte, selbst wenn es jetzt so wäre. Und es ist ja prinzipiell so nicht, ich habe halt meine verlängerte Lehrzeit gehabt oder sowas, aber man denkt immer so ein bisschen drüber nach, so von wegen, wie wäre mein Leben gelaufen, wäre das alles nicht so gewesen. Wäre ich denn im Sony Center irgendwann aus dem Fenster gesprungen, weil ich so durchgeknallt war oder keine Ahnung, was wäre so passiert. Und das sind so Sachen, die mir immer wieder durch den Kopf wabern. So, was wäre, wenn? Kannst du dich daran noch erinnern? Das war voll der schöne Moment. Das war voll der gruselige Moment. Daran kann ich mich voll gut erinnern. Was für eine tolle Kindheitserinnerung oder irgendwie so eine Sachen. Und ich finde es irgendwie auch eine witzige Idee, so die Gedanken mit euch zu teilen. Und deswegen, ich habe das, glaube ich, in einem Video letztens schon so erwähnt, so dass man vielleicht auch so eine Sache mit einbaut. So einfach. Zum Beispiel hier so blöd gefilmte Videos, da vielleicht noch ein paar Schnittbilder oder so drüber legen, die irgendwie im Zusammenhang damit stehen und einfach mal so ein bisschen erzählen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Klingt das zu verwirrt oder sind das Sachen, die eigentlich niemanden interessieren? Aber ich werde es auf jeden Fall mal eine Zeit lang ausprobieren. Vielleicht finde ich ja jetzt auch selber dann irgendwie nach, was weiß ich, 10 Dingern oder so oder nach 5 Videos, dass das irgendwie sinnlos ist oder was weiß ich was. Ihr merkt schon, mein Verstand und ich. Rabum. Irgendwie kommt mir das manchmal so vor, als wäre die Kamera fast so ein Freund von mir. So von wegen, weil es einfacher ist, über manche Sachen zu reden. Aber das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal so erwähnt. Aber im Moment habe ich wieder eine sehr intensive Phase, was sowas angeht. Irgendwie, dass ich all das, was ich so zu erzählen habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da mit jemandem drüber reden kann, irgendwie so in die Kamera erzähle. Komisch war. Aber versteht das nicht falsch. Mir geht's wirklich gut. Also ich habe, wie gesagt, heute nicht mal Chemotherapie gehabt. Ich habe eigentlich fast nichts, worüber ich mich beschweren kann, außer das verdammte Wetter. Ich bin nur einfach wirklich ein ekelhaft nachdenklicher Mensch. Vielleicht nenne ich das Video irgendwie so
Psychogestörte reden über ihr Leben oder sowas. Zum Beispiel, vielleicht um das so ein bisschen deutlicher zu machen, was eine so eine Geschichte wäre, worüber ich heute ultra viel nachgedacht habe, was damals alles so mit meinem Bruder so passiert ist, weil ich habe das ganz oft gehört, dass ich irgendwie manchmal nicht so lieb mit meinem kleinen Bruder umgegangen bin. Und dann sind mir aber so Dinge eingefallen, wo ich vielleicht, es fragt mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber wo ich vielleicht in der Hinsicht auch so ein bisschen übertrieben habe, wo mir denn doch wichtig, so bewusst geworden ist, wie wichtig mir mein kleiner Bruder eigentlich ist. Also grundlegend ist das für mich der wichtigste Mensch in der ganzen, auf der ganzen Welt. Und ich weiß noch, also auch wenn wir uns früher immer gekloppt haben und so ein Zeug, ne, also was so Kinder so tun, auch wenn das vielleicht bei uns ein bisschen intensiv irgendwie damals war, kann ich mich noch erinnern, wie mein kleiner Bruder irgendwann mal zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dass ihn auf seiner Schule immer jemand verprügelt hat. Und da sind irgendwie bei mir damals alle Alarmglocken angegangen. Da war ich irgendwie, ich glaube, so in der 8. Klasse, in der 9. Klasse oder sowas. Und mein kleiner Bruder ist auf so eine Schule gegangen, die im Tegeler See war, auf so einer Insel. Und da mussten die immer mit einer Fähre rüberfahren oder wenn sie zu spät gekommen sind, mit so einem kleinen Boot rüberpaddeln. Auf jeden Fall hatte mir mein Bruder das dann alles erzählt. Und dann bin ich früher von der Schule abgehauen, also hab geschwänzt und bin dann dahin und bin dann da auf die Fähre. Bin rübergefahren und habe mich da einfach so an eine Seite gestellt und dann habe ich gewartet, bis die da alle auf die Fähre rauf sind. Und mein kleiner Bruder hat dann auf diesen Typen, der ihn da die ganze Zeit gemobbt hat, gezeigt. Dann habe ich so den richtigen Moment abgewartet, habe mir den gegriffen und habe den von der Fähre runtergeschmissen. Klingt erstmal sehr heroisch. Im Nachhinein bereue ich es aber irgendwie total, weil. Ey, überlegt euch mal, da wäre irgendwie was passiert oder so. Also ich meine, ich war damals auch noch so ein bisschen unkontrollierter, so als Jugendlicher ist man ja irgendwie gestört durch seine Hormone und sowas. Aber zum einen fand ich es damals irgendwie richtig, weil irgendwie hatte ich so diesen Beschützerinstinkt so von wegen, keiner darf meinem kleinen Bruder was antun, aber zum anderen. Was für eine gestörte Nummer, da jemanden von so einer Fähre runterzuwerfen. Also ich meine, das war jetzt nicht hoch, das war irgendwie ein halber Meter, ein Meter oder sowas und irgendwie 25 Meter vom Festland entfernt oder so. Aber richtig war es halt irgendwie trotzdem nicht. Und also ich meine, so eine Geschichten, das sind so die Sachen, die mir manchmal so durch den Kopf wabern. Und darüber will ich reden. Oder. Was heißt, darüber will ich reden? Ich will das irgendwie loswerden. So, ich will da gar nicht mehr so drüber nachdenken. Ey, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Geht es anderen von euch auch manchmal so, dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, dass man auf eine gesunde Art und Weise irgendwie durchdreht? Wie läuft das bei euch, Mann?